jetzt hier in dem Fischereihafen Gotmund. Und wie wir erfahren haben, ist das der Hafen oder der Ort, der die ältesten Fischereirechte auf der Trave hat. Ist ganz schön schaukelig. Es geht wieder los. Wir hatten den Tipp bekommen, wenn wir in der Trave liegen, in diesem schönen Fischerdorf einmal vorbeizuschauen. Und ich kann jetzt schon verraten, es war ein guter Tipp. Haben die Erlaubnis vom Fischer bekommen, dass wir uns hier mal kurz hinlegen dürfen und dann dürfen wir da mal kurz ein bisschen hochspazieren. Das ist ja wirklich allerliebst. Wir sind in Gotmund. Das ist der Fischereihafen mit den ältesten Fischereirechten der Trave. Und wir dürfen hier ja eigentlich gar nicht festmachen, aber so ein netter älterer Fischer hat uns nämlich die Erlaubnis gegeben, bei ihm festzumachen. Dann dürfen wir hier spazieren gehen. Sehr, sehr hübsch hier, wirklich sehr schön. Und vielen Dank, lieber Ron, für diesen tollen Tipp. Sonst wären wir hier gar nicht hergefahren. Jetzt hopp! Wie man hier sehen kann, auch hier gibt es Ärger im Paradies. Dieser Protest richtet sich wohl gegen den Neubau einer riesigen Kaianlage in unmittelbarer Nähe dieser Idylle. Wir fanden es hier wunderschön und waren wirklich erstaunt, mit wie viel Liebe hier gestaltet wurde. Wer in der Nähe ist, sollte hier einmal vorbeischauen. Sehr nett hier von dem Herrn, der gerade weg ist, aber der uns hier erlaubt hat, mal bei ihm anzulanden. Sehr nett. Jetzt fängt es an zu regnen. Naja, wir fahren mal lieber. Es soll auch heute noch gewittern und stürmen. Und ja, war nicht übertrieben. Tja, wir warten. Wir waren gerade in Gotmund und wir fahren los und da geht es aber ab hier, der Regen, ja. Hier, selbst die Ente wird nass. Und die Aussuchlichter, na, die haben die Möglichkeit auch noch das unterzustellen. Wir sitzen jetzt hier oder warten hier unter so einem. Was ist denn Kai? Anleger. Naja, die Wolke wird... Oh. Also es hofft zwar auch noch ein bisschen, aber nicht so schlimm, als wenn wir jetzt fahren. Naja, da hinten wird es ja schon wieder hell. Na, gucken wir mal. Auf unserem Weg Richtung Lübeck kamen wir an Schlutup vorbei. Gerade der Thorsten von der Holly angerufen, der liegt hier in diesem Hafen. Moin Thorsten, vielen Dank für den Anruf und dir eine gute Saison. Verwinds von der Brutico. Es war mal interessant und etwas anderes im Binnenbereich zu fahren. Die Richtbahn ist klar.
Flachboote, 4 Segeljachten. Alle unsere Versuche und weiteren Versuche, über Funk Kontakt zu bekommen, blieben ungehört. Flachboote Erich Wacko, 4 Segeljachten. Das macht doch auf 16, vielleicht ist 18 nicht richtig. Vielleicht ist es Binnen. Ist es Binnen? Keine Ahnung. Da haben wir keinen Funk für. Ach so. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier Binnen ist. Das wäre ja, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht kann ja jemand in den Kommentaren uns dieses Rätsel erklären und oder es vielleicht lösen. Ist ja vielleicht kein Einzelschicksal. Kitty war ein wenig beleidigt, dass der Brückenwärter nicht mit uns sprechen wollte. Oder konnte. Wer weiß, wer weiß. Also du sowieso nie mehr Sommerlager oder Sommerliegeplatz hinter deiner Tür haben. Kommt immer drauf an, was du für ein Schiff hast. Auch dieser überaus intelligente Hinweis hat Kitty nur bedingt besänftigen können. Da drüben haben wir uns mit Maxin untergestellt, als es so fürchterlich geregnet hat. Und da konnten wir uns dann unter diesen komischen, rostigen Dingern da verstecken. Wir sind von Bootmund gekommen, das ist gleich auf der anderen Seite. Genau. Und ja, hier saßen wir im Regen und konnten nicht anders. Das ist der Steg, wo man anlegen kann, wenn man das Boot besichtigen will. Haben wir natürlich wieder übersehen. Dafür haben wir aber einen sehr freundlichen Fischer kennengelernt. Ist ja auch was wert. Wir ließen die Landschaft weiter an uns vorbeiziehen. Dabei sahen wir viel Altes und Neues. Wir waren schon sehr gespannt, wie die Nummer mit der Brücke ausgeht. Um 9.30 Uhr geht die Brücke hoch. Sehr löblich. Diese Pünktlichkeit, die deutsche Pünktlichkeit. Muss man mal so sagen, ne? Oh, jetzt bleibt sie stehen. Ah ne, jetzt geht's weiter. Die ist kurz stehen geblieben, da dachte ich, oh scheiße, die ist kaputt. Es wird eine Brücke, die auch noch einen richtigen Brückenwärter hat, mit dem wir sehr nett gesprochen haben. Einmal telefonisch haben wir uns angemeldet. Und gut, dass wir das gemacht haben, weil wir das einzige Schiff sind, was hier durch möchte. Und er eine Viertelstunde vorher Meldung braucht, dass einer hier durch möchte, weil die brauchen eine Viertelstunde, um das alles vorzubereiten. Da hätten wir sowieso ganz durchgekommen. In den Hafenhandbüchern, beziehungsweise in dem einen Buch, was ich gelesen habe, stand 10 Minuten. Das stimmt aber so nicht. Also Viertelstunde. Die Ampel. Noch bewegt sich die Brücke, noch ist rot. Wir schleichen aber schon in die Richtung. Die ist nämlich komplett leer hier. Das ist wirklich schön. Normalerweise hasse ich es ja, Brückendurchfahrten, weil hier immer normalerweise sehr viel los ist. Und das ist ja hier mal toll. Ich meine, es ist 9.30 Uhr natürlich um die Uhrzeit und mitten in der Woche ist natürlich nicht besonders viel los. Und bei der Hitze vielleicht auch nicht. Da werden die Leute eher nicht in die Stadt fahren, weil heute werden wir wieder 30 Grad haben. Da oben sitzt der Brückenwärter. Man glaubt ja nicht, was ein positiv geführtes Telefongespräch bewirken kann bei meiner Gitti. Und so geht es frohen Mutes und gut gelaunt weiter Richtung Lübeck. Und durch. Na, die brauchen keine Brückenöffnung. Die sind, glaube ich. Das sind jetzt alle die Ankerliga, die jetzt kommen, um zu ankern, wo wir waren. Helene. Jetzt brichst du aber auf hier, der Hammer. Die ganze Zeit null Wind. Typisch. Wir legen gleich an. Das ist erstmal voll die Böen hier. Lübeck, die Stadt der 7 Türme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da siehst du, wenn der Platz belegt sein sollte, können wir erstmal hier längsseits legen. Weil wir haben den Platz erst um 12 Uhr gebucht. Vielleicht können wir da irgendwo vernünftig frühstücken. Das sieht gut aus. Na, in dem Restaurant. Die haben Frühstück. Ah. Ja. Ja, genau, das ist das Restaurant, würde ich mal meinen.
Also hier ist das eine Becken und jetzt kommt das nächste Becken. Und da ist wohl auch sind die Anleger. Und hier ist auch gleich irgendwo das Holstentor. Müsste doch die richtige sein hier, ne? Die Einfahrt. Also mehr haben wir ja nicht, viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Da ist eine Brücke, da kommen wir nicht weiter. Hier Vodafone Stopp Funklöcher, sehr gut. Aber ich hoffe, dass wir kein Funkloch haben. Ach guck mal, wir liegen genau gegenüber von diesen Traditionsschiffen. Und vielen Dank, liebe Kitty. Hiermit waren alle Fragen zur Anfahrt Hafen Lübeck zu 100% beantwortet. Ach, und da hinten ist dann, früher hieß die Hanse-Marina und dann wurde die übernommen hier von irgendeinem anderen Betreiber. Seitdem heißt sie Newport-Marina. Wie schon da rechts ist die Newport-Marina, das Gebäude. Man kann nur online buchen, auch nicht telefonisch. Man kann nur online buchen, und aber auch nicht ganz günstig. Also wir zahlen 31 Euro pro Nacht, weil pro Person wird auch noch mal was aufgeschlagen. Aber nun gut, wir sind mitten in der Stadt. Wenn ich überlege, dass wir in Kopenhagen fast über 50 Euro bezahlt haben, ist das hier schon mal... Also wenn wir dann abfahren, müssen wir gucken. Also wir müssen um 12 abfahren, sonst zahlst du wieder. Also wir müssen die Brückenöffnung um 12 Uhr, naja, 12 Uhr nehmen, macht ja auch am meisten Sinn. Und jetzt, da wir wissen, wie wir den Brückenwärter erreichen können, kein Problem. Das ist alles frei. Und zu verkaufen. Ja, aber guck mal, wie dicht du an der Brücke wärst. Mit der Straße. Weißt du, wie laut ist es nachts? Nee, danke. Ich bin da, glaube ich, schon ganz gut aufgehoben. Wie tief ist denn das hier? Hier hast du 6 Meter. Okay. So, kleine Hafenrundfahrt beendet, weil nämlich da hinten der letzte Platz wäre auch noch frei gewesen. Den hätte man noch buchen können, aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Zum ersten wollte ich nicht an der Brücke liegen, beziehungsweise vor allem nicht hier vor dem Parkplatz. Da hast du nämlich auch nicht den Schutz vom Haus für den Lärm, insofern nicht so praktisch. Also wer hier liegen sollte, sollte gucken, dass er hinter dem Haus liegt. Die sind zwar hier günstiger, aber die sind auch für uns eigentlich zu kurz. Haben sie auch geschrieben, das sind für Boote bis 10 Meter. So, wir liegen fest vor einer kleinen Birke. Extra für uns. Und der Steg ist ein wenig vorne vollgekackt mit Entengrütze. Wir haben es aber geschafft, nicht reinzutreten. Und da ist die zugehörige Ente. Die sagt sich auch, Mann, oh, das war doch mein Platz. Tut mir leid, Ente. So, und hier hat man einen schönen Blick. Das war die Straße, aber sie ist nicht so laut. Also es geht. Es ist nicht lauter als die Jetskis. Du wieder zuerst filmen, ne? Also wieder typisch. So sind sie, die Mädels. Sieht die viel schöner aus. Aber es ist ja cool. Hier kann man sich richtig vorstellen, wie früher hier die Leute sich vielleicht sogar versteckt haben oder vor irgendwie weggerannt sind und sich hier dann versteckt haben. Fee? Marie, das ist relativ dicht beim Hafen, 200 Meter. Das ist ein veganes Restaurant. Wir sind sowas von gespannt. Wir haben ein Frühstück für zwei bestellt mit irgendwelchen Köstlichkeiten. Wir lassen uns überraschen, ne? War sehr interessant. Erinnerte mich ein wenig an Ägypten. Da wir gerade beim Essen sind, ein Besuch im Restaurant Schifffahrtsgesellschaft ist sehr zu empfehlen. Neben gutem Essen gibt es hier sehr viel zu sehen. Wenn man rechtzeitig einen Tisch bestellt, und das sollte man, kann man zwischen verschiedenen Ambienten wählen. Hier ist der historische Teil von der Schiffergesellschaft. Es ist schon sehr urig hier. Bin gespannt, was morgen los ist, weil es waren nur noch zwei Tische frei. Einmal so ein Katzentisch und dann unser Tisch da hinten an der Ecke. Was auch ganz gut ist, weil da gleich das Fenster ist. Es ist in der Tat hier wie ein Museum. Als nächstes sahen wir uns die 1884 in der Neustadt gebaute St. Jakobikirche an. Willkommen in Lübeck. Wir sind hier im Holstentor.
meisten Leute, die nach Lübeck kommen, werden sich das Holstentor ansehen. Das Tor wurde 1478 fertiggestellt und begrenzte die Hansestadt Lübeck nach Westen hin. Bei dem schönen Wetter liefen wir weiter an der Trave entlang. Und wer möchte, kann sich diese ganze Sache auch vom Schiff aus ansehen. Es werden viele Fahrten auf der Trave angeboten. Als Alternative kann man natürlich wie diese beiden auch sein Schlauchboot auspacken. Und auch viele Restaurants und Sitzmöglichkeiten gibt es entlang der Trave. Und auch die Jüngeren finden hier ihre Gestaltungsmöglichkeiten. Wir mögen es lieber ein wenig ruhiger und gehen weiter in die Altstadt. Wir sahen entspannt und zufrieden zurück. Lübeck hat uns sehr gut gefallen. Wir kommen bestimmt wieder. Wir trudelten wie geplant kurz vor der Brückenöffnung am Wartesteg ein. Nach einer kurzen Wartezeit konnten beide Seiten zeitgleich fahren. Der Wind war zwar da, aber für uns leider voll gegen an. Auf dem Plotter sahen wir das AIS-Signal einer Fähre, die uns verfolgte und zügig näher kam. Wir fuhren weitmöglichst rechts, also alles gut. Nachfolgend unser Tipp für gutes und leckeres Essen an der Travemündung. Wer hier isst, kann kostenfrei an dem Anleger liegen. Und lecker selbstgemachte Brötchen vom Bäckermeister gibt's hier auch.
Und ich versichere, das schmeckt genauso lecker, wie es aussieht. Beides. Da wir zum Essen etwas getrunken hatten, blieben wir einfach über Nacht hier. Früh am nächsten Morgen ging es dann weiter für uns nach Heiligenhafen. Nachfolgend ein paar Szenen aus unserem nächsten Video. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder mit an Bord seid. Verwinds, eure Bootikru. Hast hier schon richtig was los?